So, herzlich willkommen zurück zu X-Men Origins Wolverine. Pat wieder das Pinny und das Alice wieder aus dem Hintergrund. Und wir wurden gerade aus einer Höhle rausgeschneuzt. Geschneuzt? Ja, quasi. Ganz viel Wasser und wir mittendrin und ich meine, yay! I was a member of the team back then. Und wir sind wieder in der Vergangenheit. Und ich schwebe in der Luft. Das ist super. Okay, weiter im Text. Wir sind wieder in Afrika. Schön hier. Wenn man das Klima mag. Und ich bin immer noch verschnupft. Hallo. Jetzt kannst du noch schwuler Kuchen sagen. Kuchen. Hallo Jungs. Guten Tag. Wie blockte man nochmal? Ah ja. Ey! So, ich wüsste gern mal... Oh, du schon wieder. Hallo. Okay, er hat mich gefangen. Ja, ich wüsste mal gerne, was ihr so von so brutalen Spielen haltet. Findet ihr die lustig? Findet ihr die nett? Findet ihr die eklig? Findet ihr es total doof, dass wir sowas spielen? Was haltet ihr davon? Ja, ich weiß, ich schmeiß solche Umfragedinger immer mal wieder rein, weil mich interessiert eure Meinung. Oder ich tue zumindest gerne so, als ob... Ach, weich doch mal aus, Logan. Du bist Wolverine, du kannst das doch. Wolverine. Ja, nicht Margarine, sondern Wolverine. Und ich glaube, der war schon beim ersten Mal nicht lustig, als ich den gebracht habe. Vielleicht wird er irgendwann lustig. Ja, vielleicht. Das wird irgendwann mal so ein Kultspruch wie Licht an, Wom, Hose voll. Nein. Wer Kai Kovas Mattscheibe kennt, schreibt ich in die Comments und nimmt mir den Spruch vielleicht nicht übel. Ja, komm halt. Ach, Steine schmeißen kann auch jeder, das ist albern. Und er hat mich wieder gefangen. Los, weiter im Text. Komm, put, put, put. Er ist zu dicht dran. Au. Du sollst ja auch nicht mit ihm kuscheln. Aber er sieht so aus, als würde er gerne. Wie ein großer Teddybär. Ah! Hier, Doggy Doggy. Ja, ich weiß, wie man dodgt. Danke. Blödes Spiel. Komm schon. Komm schon. Nicht steigen. Das machst du gerne, oder? So, das müsste jetzt langsam mal gewesen sein. So, und gut ist hier. Mach schon, mach schon, mach schon, mach schon, mach schon, mach schon, mach schon. XXXXXX, verdammt. Das ist das Doofe. Ich weiß beim Gamepad nie so wirklich, wo welcher Knopf ist. Das ist peinlich, aber au. That's the way the cookie crumbles. Komm schon. Hui! Ja, ich lasse mein barbarisches Job über die Dächer der Stadt erschallen. Du bist Wolverine persönlich. Genau. Was? 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 Nana Loklum blablabla. Achso. Gut, dann habe ich es richtig verstanden. Irgendwas mit Nana und Klo. Nana muss aufs Klo? Stimmt. Ohne Mutter, deine Mutter. Ja, und wenn ihr da gewisse Tonunterschiede hört, dann ist das Alice, die gerade mit der Lautstärke rumspielt. Die hört man gar nicht.
kein Stück. Man hört mich jetzt auch nicht nur total leise oder so. Und jetzt auch nicht total laut. Ach ja, wir benutzen übrigens gerade ein neues Diktiergerät, um aufzunehmen. Ja. Es kann sein, dass man Alice jetzt trotzdem die ganze Zeit gut hört. Wer weiß. Oder gar nicht. Oder gar nicht. Und dann redest du die ganze Zeit mit nichts. Genau. Ja, ab dieser Folge ist das nämlich der Fall. Und was sagt ihr? Ist das okay so oder... Ob das okay ist, wenn man Alice nicht hört? Hallo? Nein, ich meine das neue Diktiergerät. Hallo? Witzig? Niemand wird kapieren, worauf das eine Anspielung ist, glaube ich. Nee, es sei denn, man hat vielleicht diese komische Sendung Take Me Out oder ja. So. Wo war das? RTL? Ja, RTL gestern Abend. Ja. Witzig? Ich finde das echt witzig. Witzig? Witzig? Wo muss ich hin? Ich weiß nicht, du musst schon selber aufpassen. Und da bin ich gekommen, verdammt. Ich guck dir doch nicht zu, als wüsste ich, wo du hin musst. Witzig? Ich fürchte, das werdet ihr in dieser und vielleicht der nächsten Folge noch ein, zwei Mal hören. Ich muss das schon öfter ertragen. Spürt mein Leid. Ich bin falsch gelaufen, deswegen. Haare, das wusste ich. Checkpoint reachet. Und die Tür ist zu. Okay. Ferale Sinne. Wie wär's? Habt ihr Lust? Das klingt immer noch irgendwie eklig. Ja. Ferale Sinne, hallo? Wow, hier geht's abwärts. Au! Au! Manu, mal würfen. Nee. Wie komme ich denn hier wieder raus? So wie du reingekommen bist? Runterfallen? Nein! Nein, ich glaube nicht, dass man durch Runterfallen hier wieder rauskommt. Ehrlich, das glaube ich nicht. Du hast es nicht versucht, das kannst du nicht wissen. Ja, Anno. Manu! Mutagene, wer will zu seiner Mutter gehen? Ja. Oh, immer noch nicht lustig. Gott. Ja, immer noch nicht lustig. Ich weiß. Ich kann mich aufskillen. Coole Sache das. Aufskillen? Ja. Ja! Lass mich. Skill me up before you go. Ah! Weber! Okay. Wir nehmen die Health hoch. Wir nehmen die Health hoch. Wir nehmen die Health hoch. Health. Wir nehmen die Claws hoch. Health. Health heißt das, ja? Auf Deutsch. Health, ja. Health. We are taking the hobbits to Isengard. Ja. Isengard klingt martialischer. Ja, aber wir sind ja deutsch, wir sind nicht martialisch. Wir haben keine Martialität, von der wir wüssten. Oder so. Meinst du? Ja, schon. Ich bin voll martialisch. Ich nicht. Ah, und ich bin schon wieder runtergefallen. Aber mal ehrlich, warum können mir Holzstäbchen gefährlich werden? Das ergibt keinen Sinn. Ach scheiße, ja. Ich muss das Ding erst da hinten hinziehen. Wenn das so ein kleiner Kampfasiat in der Hand hat, dann sind Holzstäbchen gefährlich. Es sind Stäbe, die aus dem Boden kommen. Vielleicht sind die pieksig. Was ich noch fragen wollte, Leute. Habt ihr eigentlich irgendwas dagegen, dass ich so viel fluche? Oder soll ich mehr fluchen? Oder so. Sagt was dazu. Äußert euch. Mensch, Feedback, Kinders. Ja, wir sind Korrekturen, aber darum geht's nicht. Also ich bin eine Korrektur, Alice ja nicht. Ah, fuck, was ist das? Dreh doch. Das wird wehtun. Los, lauf. Lauf, du Kuh. Verdammt, ich bin Hackfleisch. Schneller. Au. Okay. Das klang jetzt ein bisschen wie ein Lied. Ja, das war auch beabsichtigt so. Okay. Das war Franz Gall. Ella. Und ich melde mich gleich wieder, weil das lädt sich hier ja wieder ein. Haha, oh nee, doch nicht. Okay, weiter. Ja, ich verstehe nicht, wovon das abhängt, aber egal. Boah, Logan, würdest du mal bitte schneller drehen? Und jetzt renn, Buja durch. Sehr. Ion emitter. Ich weiß immer noch nicht, was wir hier eigentlich suchen.
shed on some kind of tower. Thanks. You better step it up, buddy, because Kree's on his way to Tower 2, and no one's headed to Tower 3. Got it. I'd hate to be the last one to the party. Logan out. So, Checkpoint reached. Und was bist du für einer? Okay, hallo, Machete Master. Machete. Deine Mutter. Sayeti? Ich weiß nicht genau. Oh, da sind ja noch mehr. Hallo Jungs. Ich finde es lustig, die Jungs aus der Luft zu catchen. Kannst du mal aufhören, dich zu verdoppeln? Kannst du mal aufhören zu atmen? Fuck, Kackbratze, fuck. Kannst du mal aufhören zu bluten? Sowas nervt mich voll, wenn die Leute immer bluten, wenn sie mir begegnen. Echt, also, bäh. Ist voll eklig. Ja, was mache ich jetzt? Ah, okay. Das ist ein Gesicht. Okay, finde ich super. Und wir müssen hier erst wieder was draufstellen, um das Gesicht benutzen zu können. Oh, wer bist du denn? Ein Hunter. Verkleidet ihr euch öfter als Statue? Ist das hier sowas wie ein Volkssport oder was? Geh mir nicht auf die Nerven. Ernsthaft. Lass dich irgendwo gegenwerfen, verdammt nochmal. Danke sehr. Meine Güte. Man kann es echt übertreiben mit dem Rumstatuen. Statuieren oder so. So. Es geht weiter. Eine Doppelhelix. Hallo Doppelhelix. Ah, schön. Hallo Penny. Okay. Okay, der ist wahrscheinlich nicht zu funktionieren. Au, tut er doch. Verdammt. Was zum Teufel? Und ein Seil. Wir machen wieder schmutzige Dinge mit dem Seil. Zumindest sieht es so aus. Und klingt so. Wie Stefan Lahm. Ja! Yeah! Ah ja. Doofe, lästige Sprungpassagen. Okay. Hat das irgendwie nicht geklappt? Bin mir nicht sicher. Ja, die Statue ist wieder drin, ne? Ja, ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es. Schneller. So, er lässt dann automatisch los und bla. Hä? Ah, ich habe eine Vermutung. Soll das so sein? Huh! Ha! Ah. Ja, da ist ja nichts davor. Muss ich hier denn wirklich überhaupt lang? Ja, ich kann mich hier nicht hochziehen. Aber ich kann hochspringen. What? Ja, Felsvorsprünge sollen helfen. Ah, da oben ist immer was. Ja, aber da komme ich nicht ran. Da links ist aber so ein Vorsprung. Da musst du bestimmt irgendwie hin. Kannst du da an dieser Stange hochklettern oder so? Nein, wir sind keine Stangenkletterer. Nee, ich glaube, da komme ich erst später hin. So von da oder so. Dann geh nochmal drehen. Sekunde. Kick. Aha, siehst du wohl. Ah! Kuchen! Ziemlich unanständige Geräusche. Nee, du musst das, glaube ich, dann vor diesem Vorsprung. Ja. Ey. Auf zu lachen. Ich habe nicht gelacht. Und wir ziehen uns an der Luft hoch. Das war witzig. So. Und jetzt im Text. Ja, ich denke auch. Ha!
Was war das denn bitte? Das klang, als hätte das Seil geblutet. Ah ja. Das ist ein matschiges Seil. So, jetzt kommt das, jetzt kommt das, jetzt kommt das. So. Soll doch mit dem Teufel zugehen, wenn das nicht trotzdem zeitgesteuert ist. Nö, das bleibt. Oder auch nicht, weil wir hören ein Geräusch. Hören wir? Ja. Dann hörst du mehr als ich. Klonk. Nein, Klonk. Hoch da! Hoch Klonk. Da, du blöder Köter! Klonk. Fuck! Klonk. Scheiße! Es klang nicht ganz wie ein Ticken, aber es war so ein Zeitgeräusch. Ja. Ja. Und ja, ich habe Logan einen blöden Köter genannt. Vielleicht geht's da oben rechts auf diesem Vorsprung auch noch irgendwie weiter. Da ging's irgendwie so rein. Soll ich schauen? Ja, dann müsstest du das Ganze aber nochmal runterdrehen. Hoch da. Guck da oben rechts. Ist da irgendwas? Ja, da ist nämlich was. Hallo Doppelhelix, lange nicht gesehen. Ich hätte meine ganze... Vielleicht kommst du da rüber? Nee, wahrscheinlich nicht. Nee, eher nicht. Dann musst du nochmal drehen. Ich glaube, ich hätte meine ganze Gesundheit nicht mit einem Schlag komplett hochpushen sollen. Weil mir so diese ganzen Sachen, die ich da finde, glaube ich, nichts bringen. Oder? Weiß da irgendjemand was Genaueres? Ich meine, nicht, dass ich es brauche, weil man muss ganz ehrlich sagen, wirklich schwer ist das Spiel nicht. Hoch da! Blöde Töle. So. Weiter im Text! Okay. Now what? Oh, das sieht aber nett aus. Nett ist nicht das Adjektiv, das ich benutzt hätte. Ja, ist ja gut. Ferale Sensinne. Ferale Sensinne, genau. Ich rede hier wieder ein Schwachsinn, ey. Aber nur ein bisschen. Hallo Kumpel, wie geht's dir? Oh, toll. Itadekuta. So, und das Ding steht da jetzt rum und macht nichts, während die anderen mich behaken. Buchstäblich. Hallo. Ubuka. Dengi, bläh. Finde ich auch. Ich finde es auch total gut, dass wir darüber jetzt mal gesprochen haben. Ja, das war mal nötig. So, jetzt lebt es. Und es kam plötzlich aus dem Boden raus. What the fuck? Sieht ein bisschen aus wie eine Mischung aus Das Ding und Hulk. Ja, aber beide sind mir sympathischer. Eppa. Außerdem sieht ja mehr aus wie Abomination aus Hulk, dem zweiten Film. Weißt du, der Gegner von Hulk. Abobo ist übrigens, Stichwort unnützes Wissen, ein Gegner aus der Battletoads-Reihe. Oder? Nein, Quatsch, nicht Battletoads, Double Dragon. Ja, du hast mich gefangen, das hast du gut gemacht, ich bin stolz auf dich. Papa ist stolz auf dich. Ja, schlag mich nur. Masochistisch wie ich bin, au. Ich glaube aber wirklich, ich bin masochistisch, sonst würde ich nicht immer so scheiße spielen. Epa. Komm schon. So ist brav. Gartenzwerg. Ah! Ich tippe mir hier einen Wolf. Ah! So. Und ich möchte anmerken, jetzt wird wieder die Xbox-Pad-Eingabe angezeigt. Was ich persönlich sehr gut finde, weil da muss ich nicht immer raten, was ich drücken muss. Hallo Jungs. Ja. Brenne ich halt, ist mir da wurscht. Bams. So, noch was. Heppa. Ah, du bist tot. Okay. Wieso glühst du eigentlich, Alter? So. Eine ehemalige Kollegin hätte von mir hätte gesagt, das ist ein Jungsspiel.
Was man jetzt auch nicht so ohne weiteres abstreiten kann. Hört mal auf damit. Wir sind noch nicht in Paris. Okay, das reicht. So. Habt ihr jetzt davon. Ich habe euch gewarnt. Und ich trage kein T-Shirt. You might have mentioned that before. I didn't want to ruin the surprise. What? You afraid of a little climb, Logan? It's not the climb, it's the drop. Ach komm. Logan out. Stell dich nicht so an, du bist schon von höheren Gegenden runtergefallen. Ich darf an den Anfang erinnern, wo du aus einem fliegenden Helikopter gesprungen bist. Außerdem ist es nicht der Sturz, sondern die Landung. Frei nach Richard B. Riddick. Häschen hüpf. Kletter, 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 kletter. Ich bin beschäftigt, ich muss klettern, lass mich. Blödes Vieh. Huppa! Igitt. Leute, lasst das. Das ist unhöflich. Komm her. So. Menschen. Man sollte sie alle. Okay, hier geht's nicht weiter. Fein. Also außen lang. Oh, nicht runterfallen, würde ich sagen. Okay. Das ist also der Turm, wo wohl irgendwas ist, das wir brauchen. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, was, aber wir brauchen es wohl. Ah, Moment, da geht's hoch. Da sind Gewächse, genau. Hep. Genau. Warum wir nicht die ganze Zeit außen am Tor lang kraxeln, ist mir allerdings ein Rätsel. Aber naja, was weiß ich schon. Kommen wir da lang? Nein. Da muss ich wohl springen, ist recht. Häschen hüpf. So. Ja. Ich finde es lustig, wie wir teilweise einfach mal neben dem Seil raufklettern. Das ist super. Du kletterst doch gerade am Seil. Ja, jetzt wieder, aber gerade nicht. Ich habe so irgendwie einen halben Meter daneben gegriffen. Oh, ja. Oh, das ist nichts für Leute mit Höhenangst. Logan hat Höhenangst, wie wir wissen. Glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ob die wohl eine richtige Sprache sprechen oder einfach nur das wird afrikanisch auch sein, denke ich. Oh! Dann musst du einfach irgendwas sagen wie Hakuta Ma- Hakuna Matata. Matata. Hakuta Matata, genau. Das klang fast wie ein Willem-Scream. So und friss. Und irgendwie leckt das Spiel gerade. Schrei nicht so. Sei mal ein Mann. So. Haben wir es jetzt. Oh, es leckt. Ich melde mich gleich wieder. So ist besser. Gut, hoffentlich bleibt es so. Wir werden sehen. Ha! Und nach oben. Aber ich muss sagen, die Landschaft sieht gut aus. Für ein Lizenzspiel, das... Man muss sagen, es ist nun mal ein Lizenzspiel. Es ist zwar ein unterhaltsames Lizenzspiel, aber es ist ein Lizenzspiel. Eins der besseren. Wohlgemerkt. Ich meine, es könnte nicht God of War sein, aber meh. Man wird ja bescheiden. Und wo muss ich hin? Besser gut geklaut als schlecht, ne? Korrekt. Selbstgemacht, wollte sie sagen. Wo zum Teufel muss ich hin? Auf. Man kann. Okay, gut. Dafür sind die feralen Sinne, um den Weg zu finden. Und das sieht cool aus. Und das Pad vibriert. Nein, es liegt nicht auf meinem Schoß, ihr Ferkel.
Guten Tag. Ich bin der Bürstenmann. Ich habe hier einen Messerblock, den ich gerne verkaufen würde. Alter, ich bin beschäftigt. Ich filetiere gerade. Lass mich. So. Und man könnte jetzt klugscheißen und sagen, dass ich technisch gesehen nicht filetiere, sondern einfach nur zerstückle und zerhäcksle. Aber wer wird denn kritisch sein? Da geht's auf. So, bin ich jetzt oben? Bin ich nicht. Oh, Alice, ich glaube übrigens, kommt gleich eine Figur, die dir sehr gefallen wird, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Okay. Die hat dir, glaube ich, auch bei den Filmen ganz gut gefallen. So. Ich finde Balanceakts doof. Fand ich schon in Prince of Persia nicht so toll. Oh, was ist das? Was ist das? Was ist das? Nee, ernsthaft, was ist das? Muss ich das kaputt machen? Scheint so. Genau, völlig egal, was das für uns für Konsequenzen hat. Hallo. Runter da. Runter da. Happa, happa, aber hallo. Du sollst den Gegner fassen, nicht das Ding. Das klang komisch. Es tut mir leid. Geh mir nicht auf die Nerven. Ernsthaft. Ich finde das total gut, dass man die da einfach runterwerfen kann. Jungs. So ganz kameradschaftlich gesprochen. Geh weg. Oh. Er klang eher so, als würde er es genießen. Er klang eher müde. Ja. So. Nächste Gruppe. Was geht? Nein. Okay. Mache ich hier alleine weiter. Ja, auch recht. Ja. So. Ich hab's kaputt gemacht. Platsch! Und ich bin den ganzen Turm runter auf einen Fels geknallt. Das tut weh. Ja, er ist auch ausgenockt. Und wir sind wieder in der Gegenwart. Und wir können genau sehen, was im Wolverine gerade vorgeht. Ja. Und die eigentliche Story wird fortgeführt. Wenn wir zurückkehren bei X-Men Origins. Ah, gut, läuft. Da sind wir. Jetzt müssen wir flüchten. Oh, da liegt was. Was ist das? Was bist du? Ein Mutagen. Shredder 1! Ja. Weiter. Ich muss weg. Wir haben den Claw Drill. Was immer der Claw Drill macht. Das macht der Claw Drill. Niedlich. Das macht Spaß. Nice. Das mag ich. Ja, ich sollte, bin ich aber nicht. Das höre ich öfter. Geh mir nicht auf den Keks. Hey, hier bleiben. Und wir laggen gerade wieder wie Hulle. Ich bin gleich wieder zurück. Und wir sind wieder da. Da oben sind sie und suchen uns. Sind sie nicht putzig? Und ich latsche hier ganz casually vorbei. La la la. Hui! Tag und Tag. Ach, halt doch die Klappe. Nee, aber es leckt gerade wieder wie Hulle. Leute, tut mir leid, aber ich mache für heute Schluss. Ich renne den Kram erstmal, dass die Platte ein bisschen freier wird. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.